Familie und meine Frau und die Kinder und der Profi-Triathlon-Sport, die zwei Teile muss ich gar nicht verbinden, weil die sind in sich zusammengewachsen. Und ich habe 13 Jahre erfolgreich Triathlon-Sport gemacht. Insofern war das nichts Konstruiertes. Es ist einfach etwas gewesen, was sich ganz, so wie ich finde, gesund entwickelt hat. Und für mich persönlich war es natürlich auch eine gewisse Wertschätzung, dass die Familie auch den Weg mitgeht, ja, und auch das unterstützt. Familie ist die absolute Basis und ist das auch, was mich, denke ich, auch so hart gemacht hat in dem Sport. Und diese Attitüde, das durchzuziehen, das nicht aufzugeben. Es ist auch nicht unbedingt Kraft oder Ausdauer, das es mir gibt, sondern es ist eher die Energie. Und es ist nicht so gut messbar. Das ist was, was auch ganz tief drin ist. Und ja, das ist, denke ich, das auch, was dich stark macht. Und ob ich gewinne oder verliere, ich werde zu Hause immer wie ein Sieger aufgenommen. Ja, gerade in so einer schönen Gegend wie jetzt hier im Neckartal bietet es sich natürlich auch an, dass man gemeinsam draußen ist und Spaß hat. Und ich trainiere sehr viel allein und bin viel unterwegs ohne Familie. Deshalb probieren wir schon, wenn wir mal hier sind und so wie heute in Sommerferien, das Ganze zu verbinden. Und heute ist was Spezielles mit dem Bootsausflug auf den Neckar. Wir gehen alle gern aufs Wasser, ins Wasser. Wir sind gern mit dem Fahrrad unterwegs und dann lässt sich jede Trainingseinheit fast verbinden mit uns. Ich bin sehr stolz auf ihn, weil ich habe auch schon mal selbst einen Triathlon gemacht. Und seit ich es gemacht habe, habe ich größten Respekt vor ihm, weil es ist schon ziemlich anstrengend, auch über die kurze Distanz. Der Triathlonsport ist natürlich in gewisser Weise auch ein Wachstumssport, ja, ein Trendsport. Deshalb glaube ich, ist gerade Ironman noch so ein Traumziel auch für viele und natürlich etwas, was medial unheimlich gut aufgenommen wird und die Leute inspiriert und motiviert, sich auch zu bewegen. Da kann man von der Sprintdistanz bis hin zur Krone, zum Ironman Hawaii eigentlich alles ausprobieren und sich je nach Zeitbudget auch und Lust und Laune ja, auch Herausforderungen stellen. Team Sport for Good ist von der Laureus Stiftung und jetzt am Ende oder im Herbst meiner Karriere zurückzukommen zu den Wurzeln des Sports, sprich zu der Nachwuchsförderung, ist für mich etwas ganz Tolles und etwas sehr Inspirierendes auch, weil ich natürlich sehr viel von meinem Erfahrungsschatz weitergeben kann. Es geht darum, dass die Bewegung zum Beispiel harmonisch ist, dass der Körperschwerpunkt beim Laufen an der richtigen Position ist, dass auf dem Rad nicht nur Power aufs Pedal kommt, sondern auch, dass die Bewegung ökonomisch ist, sodass er sich auch nicht zu früh kaputt macht und immer ein bisschen auch Kräfte aufsparen kann. Weil der schnellste Triathlet ist im Endeffekt der, der sich die Kräfte auch am besten einteilen kann. Was Trainingslager und Trainingstipps und alles angeht, profitiere ich natürlich enorm davon. Timo gibt mir unglaublich viele Tipps. Ich trainiere oft mit ihm hier in Eberbach. Ich wohne nur 15 Minuten weg. Das Überraschende ist eigentlich, dass ich, wenn ich meinen Trainingsplan sehe, da manchmal vielleicht ein bisschen zu verkrampft mir die Zeiten vornehme. Und der Timo dann eher einer ist, der sagt, okay, wenn es mal nicht läuft, dann läuft es halt mal 5 Sekunden langsamer pro Kilometer. Oder zum Beispiel, wenn die Wattwerte mal nicht da sind, wo sie sein sollen, dann fährst du halt mal 10 Watt weniger. Und das ist auf jeden Fall was, was mir unheimlich geholfen hat, dass ich eine Trainingseinheit abhaken kann, auch wenn sie jetzt mal nicht den Vorgaben entspricht. Der Triathlon-Sport war und ist ein Sport für Individualisten, aber ist trotzdem ein Sport, wo man gemeinsam nur einen Wettkampf machen muss. Insofern ist es schon immer eine gewisse Teamstruktur gewesen im Sport und wir leben das natürlich im Teamsport für gut, auch im alltäglichen Training, im Austausch über Material, im Beschicken von gemeinsamen Trainingslager. Jetzt aktuell im Sport ist es so, dass ich noch 2 gute Saisons, denke ich, vor mir habe und werde dann natürlich über das Team Sport for Good, denke ich, einen guten Übergang hinbekommen. Ich denke, es geht auch viel heutzutage über eine Art Inspiration, über eine Art nicht nur anleiten zu sagen, was zu machen ist, sondern etwas auch vorleben.